Im antiken Asien war der Tod durch Elefanten eine beliebte Form der Hinrichtung. Man konnte sie dazu bringen, langsam Knochen zu brechen, Schädel zu zerquetschen, Gliedmaßen abzudrehen oder sogar Menschen mit großen Klingen an ihren Stoßzähnen zu exekutieren. In einigen Teilen Asiens war diese Hinrichtungsmethode bis zum Ende des 19. Jahrhunderts noch beliebt.